Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Days of the Tentacle. Das Setting ist jetzt quasi gesettet. die Ausgangsposition ist quasi da, wie sie sein soll. Ich kann keine richtigen Sätze mehr formulieren. Im Endeffekt haben wir das gleiche System, das gleiche Schema, nachdem auch schon der Vorgänger Maniac Mansion funktioniert hat. Wir haben wieder drei Charaktere, die zusammenarbeiten müssen teilweise, damit gewisse Rätsel gelöst werden können. Nur diesmal, als kleines Extra, haben wir drei Charaktere in drei verschiedenen Zeitepochen, 200 Jahre jeweils getrennt voneinander. Ja, und die Auswirkungen des einen beeinflussen die Welt, die Realität des anderen. Wenn halt auch nur in eine Richtung, logischerweise. So chronologisch, ne? Na gut, suchen wir die Pläne für die Superbatterie, die wir in die Vergangenheit zu Hoagie schicken müssen. Sie oben. Das ist es. Sie sind oben. Er glaubt, sie sind oben. Schauen wir uns mal hier unten ausführlich um, oder? Das Spiel hat ja das nette Feature, dass wir alles, was wichtig ist, anzeigen uns können. Jetzt gehen wir einfach alles durch, ganz gemütlich. Die Zeitmaschine. Ich kann ohne einen neuen Diamanten nichts machen. Ich kann ohne einen neuen Diamanten nichts machen. Puh, ich bin überrascht, dass ich da lebend rausgekommen bin. Na, Hilfe, wo geht er denn hin? Einmal um den Tisch, warum nicht? Sieht aus wie ein Generator, angetrieben von einer Tretmühle. Ah, da müssen wir einen Hamster reinsetzen, ich verstehe. Ich glaube, das Ding läuft besser mit etwas wie einem kleinen Ja. Es ist Dr. Fritz' Plan für die Superbatterie. Sie ist in der Lage, 1 Gigavolt zu speichern bei einer Ladezeit von 0,1 Sekunden. Wow. Ich habe die Pläne. Schnell! Wir müssen sie zu Hoagie spülen. Wie wollen Sie das machen? Meine genialen Superbatteriepläne, bitte. Sie haben sie wirklich weggespült? Ja! Durch die Toilette. Nein! Durch die Zeit. Mit Hilfe der Zeitfluss-Strudelkammer, die ich in jedes Chrono-John eingebaut habe, kann man kleine, unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Kleine, unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Hallo? Dr. Fred, können Sie mich hören? Mist! Haben Sie etwas gehört? Nö. Mal sehen, ob... Wie hieß er noch etwas merkt? Na prima. Ich sitze in der Kolonialzeit fest, die Tentakel übernehmen die Welt und die Toilette kommt hoch. Hoagie, komm hier rüber. Hier ist dein alter Kumpel Dr. Fred. Dr. Fred? Wie bist du da reingekommen? Ich möchte, dass du die Pläne nimmst, die da in der Schüssel schwimmen, Hoagie. Bring sie zu Red Edison. Er ist mein Urgroßvater. Er wird wissen, was zu tun ist. Du brauchst die Pläne für eine Superbatterie, um deine Zeitschüssel daran anzuschließen. Wenn du meinst, Bernhard. Guter Junge. Hat er Erfahrung mit Elektronik? Tja, ich sah mal, wie 3000 Volt direkt durch seinen Kopf ging, ohne dass er mit der Wimper zuckte. Wurde er da nicht bewusstlos? Nun, er war schon bewusstlos, als das passierte. Zeit für mich, die Welt zu retten. Okay, er hat einen Dosenöffner und eine Patentanmeldung. Und ich kann jetzt auch zu Bernhard wechseln. Lass uns mal schnell gucken, was wir hier haben, was das ist. Echt geil. Okay, das ist ein Kommentar dazu. Sehr gut. Ah ja, Edison Super Salatbatterie. Gold, Toast, Öl, Essig, Salat.
Aha, okay. Das sind die Batteriepläne, die ich diesem Red Edison-Typ geben soll. Ich komme nicht dran. Wie sich auch die Musik verändert. Ey, das ist schon ein super schönes Remastered hier, oder? Das ist, finde ich, richtig gut gemacht. Aber vor allem, da wir hier auf der Konsole spielen, ist es von der Steuerung her viel angenehmer im Remastered-Modus. Weil der Grafikstil gefällt mir tatsächlich so eigentlich besser. Ich finde das schöner. Aber okay. Na gut, schauen wir uns mal überall um. Stark. Ist das für alles ein Kommentar? diese Tür ist wohl verriegelt. Sehr schade, verriegelt. Was hat er gleich nochmal gesagt zum Dosenöffner? Mist, wollte ich nicht. Hilfe. Echt geil. Echt geil, der Dosenöffner. Stark. Diese Tür ist wohl verriegelt. Na gut, und an die Pläne kommen wir nicht, oder wie? Da gibt's nichts. Leer. Ach so, doch, weil er vorher gesagt hat, da komme ich nicht ran, aber wird schon passen. Die alten Toiletten. Ye old outhouse. Das kann man nicht wirklich übersetzen, das ist natürlich schwierig. So altenglisch. Kumquats. Man könnte es versuchen, man könnte sagen... Nee, ich weiß es nicht. Ich will nicht. Okay. Unterdessen. Schon bald wird die ganze Kraft des Himmels mir gehören. Nur mir. Wenn wir nur schlechteres Wetter hätten. Na gut, dann gehen wir mal von den Toiletten zur Villa. Er ist total verschmutzt. Geschlossen. Sie sind brillant. Was für ein Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. Aha, da sind wir. Mumie. Okay. Interessant. Gab's hier anscheinend schon vor dem Einschlag des Meteoriten Mumien. Reden mit Mumie. Was denn los? Keine Lust auf Reden, was? Schweigegelübde oder so, richtig? Hey, das ist cool. Ich habe etwas für Red Edison. Weißt du, wo ich ihn finde? Toller Hut, Mann. Dein Hut, der hat drei Ecken. Ich mag die Pyramiden, verstehst du? Ich habe gehört, Pyramiden haben seltsame Energien. Boah! Schön mit dir zu sprechen. Was denn los? Ich finde ihn jetzt schon super. Toller Hut, Mann. Ich kenne Jungs, die würden Schaben essen, um Hüte wie diesen zu bekommen. Aber wahrscheinlich essen sie sowieso Kakerlaken. Sie sind so. Weit weg. Ich habe etwas für Red Edison. Du bist es nicht, oder?
schön, mit dir zu sprechen. Okay, ich find's echt cool. Aber jetzt schauen wir mal weiter. Also die Dialoge mit ihm finde ich jetzt schon toll. Vor allem mit der Mumie, wie da steht und Selbstgespräche mit der Mumie führt. Ist auch eine schöne Anspielung, eine schöne Referenz auf den Vorgänger, diese Mumie, ne? Die stand anscheinend zu der Zeit schon einfach hier rum. Na, schauen wir mal hier. Der Gründungskongress lädt ein zu Kommentaren, Kritiken, Verbesserungen an der Verfassung. Ah ja, hier können wir wahrscheinlich die Verfassung verändern dann. Ist verschlossen. So, wen haben wir denn hier? John Hancock. Na dann. Jupp. Hallo. Das ist ein Schluck auf. Warum den Schluck auf? Was ist los? Kalt? Kalt? Ich friere. Warum macht ihr kein Feuer? Ich bitte Jefferson ständig um ein Feuer, aber er will nicht. Sagt, er braucht den Holzblock für die Nachwelt und will ihn nicht hergeben. Wer will schon einen Holzblock in der Zukunft? Ich werde einfach nicht beachtet. Ich wette, wenn George, ich war einen Winter lang in Valley Forge, Washington, kalt wäre, bekämen wir ein Feuer. Was macht ihr Jungs hier? Wir schreiben eine Wir entwickeln eine Verfassung für die Vereinigten Staaten. Sag nicht entwickeln, sonst wird mir noch kälter. Flasche. Warum macht ihr kein Feuer? Ich bitte Jefferson ständig um ein... Er gibt den Holzblock hungernden Kindern? Ich werde einfach nicht beachtet. Ich wette, wenn George... Ich war ein... Warum unterschreibst du so groß? Astigmatismus. Du meinst, du hast einen Kindheitskomplex? Okay, die Wahrheit ist, dass mir mal ein Freund sagte, Frauen würden auf Männer mit großer Unterschrift stehen. Tolle Decke, Mann. Dankeschön. Die habe ich von meiner lieben farbblinden Tante Hetty. Solltet ihr Jungs nicht arbeiten, statt nur rumzusitzen? Blackout. Uns fällt nichts mehr ein. Deswegen haben wir da die Vorschlagbox hingestellt. Du hast nicht zufällig eine gute Idee, oder? Wie wäre es mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung? Freie Meinungsäußerung? Nein, das würde nie klappen. Ich muss gehen. Reden wir mal mit Thomas Jefferson. Hey, großer langer Mann. Mein Name ist Hogi. Sehr interessant. Ich bin selbstverständlich Thomas Jefferson, berühmter Gelehrter, Musiker, Reiter, Student der Wissenschaften, Mitglied der Bar. Oh, sicher. Ich habe von dir gehört. Was ist da drin, Tommy? Thomas, mein Name ist Thomas und dies, mein Freund, ist eine Zeitkapsel. Gefüllt mit Erinnerungen an unsere Zeit, um später entdeckt zu werden. Und, wie geht's der Zeitkapsel? Tut mir leid, es zuzugeben, aber außer meinem Holzblock haben wir nichts anderes. Könntest du bitte ein Feuer machen? Ich würde dir gerne helfen, junger Mann, aber es geht nicht. Das ist der einzige Holzblock und er ist für die Nachwelt. Ich find's wirklich cool. So, Wie kannst du Hancock so leiden lassen? Ein richtiger Mann wärmt sich an seinem Geist. Hör dir Georges Erfahrungen im Valley Forge an und lern daraus.
Hey, sag mal, ist das die Verfassung? Im Moment ist es nur eine Verfassung, leider. Wir hatten einen kleinen kreativen Blackout nach der Präambel. Deswegen haben wir da vorne die Vorschlagbox. Sagte ich schon, dass du da tolle Sachen trägst? Nun ja, ich studierte in Virginia Mode und Design mit dem Hauptfach Kragentheorie. Ich war Kapitän der Hochschul-Halstuchmannschaft. Das ist wirklich imponierend, Tom. Thomas. Ich liebe deine Arbeit über die Unabhängigkeitserklärung. Ach, danke. Was hat dir am meisten gefallen? Ich mochte die S, die wie Fs aussehen. Aha. Bis später dann. Was? Was passiert später? Okay, cool. Sieht aus wie ein Martini-Shaker. Das ist George Washington? Ja, okay. Fass das nicht an. Das gehört dem Staat. Es ist groß, es ist schwer, es ist Holz. Tut mir leid, den brauche ich noch. Es wird ein berühmter Holzblock werden. Sie scheinen noch nicht weit gekommen zu sein. Sie können es ansehen, aber nicht anfassen. Entschuldigung. Ja? Boah, du siehst aus wie George Washington. Laut Mrs. Washington sogar ziemlich. Weiß Mrs. Washington, dass du so viel Make-up trägst? Man muss Make-up tragen, wenn man so oft in den Medien ist wie ich. Es ist ziemlich sicher, dass ich bald Präsident bin. Was meinst du, soll ich der Ökologie- oder der Bildungspräsident werden? Das ist schwierig. Hängt davon ab, wie viel Kirschbäume du gefällt hast. Nun, ich bin in der Tat der Holzfäller. Man erzählt sich immer noch von meinen Heldentaten. Würdest du es mir mal demonstrieren? Warum sollte ich? Ich habe über die Kirschbäume nachgedacht. Am Sinieren über die großen Wahrheiten, hm? Nun? Ich wette, du hast es verlernt. Du könntest keinen Baum fällen, um deine Oma zu retten. Verlernt? Ich? Ha! Ich würde es dir schon zeigen, wenn ein Kirschbaum hier wäre. Aber wie du siehst, gibt es hier keinen. Ich fälle nur Kirschbäume. Familientradition, verstehst du? Nur Kirschbäume. Da draußen gibt es nichts außer Zedern und Kumquats. Das heißt, wir müssen die Kumquats rot anmalen, wahrscheinlich, damit er den Baum fällt, damit sie in der Zukunft vom Baum runterkommen, wahrscheinlich, Entschuldigung. Ne? Ja? Schauen wir mal, was wir noch für Dialogoptionen haben. Ist es kalt genug für dich? Kalt? Du kennst doch nicht mal die Bedeutung des Wortes. Ich war mal in Valley Forge. Das war kalt. Meine Spucke gefror, bevor sie den Boden erreichte. Cool. Ziemlich. Entschuldigung. Ja? Hast du wirklich Holzzähne? Ja, ich benutze künstliche Zähne. Ich finde sie besser als die ordinäre Emaille-Version. Bekommen. Sie sind ziemlich teuer. Meine wurden für mich von meinem Freund Paul Revere gemacht. Der mit der Band? Ich glaube, da verwechselst du etwas. Mein Onkel Henry hat auch falsche Zähne. Beeindruckend. Das ist wirklich echt lustig.
Beeindruckend. Wonach hältst du Ausschau? Die Zukunft unserer Nation. Diese Toiletten? Nein, nein. Ich bewundere nur mein Spiegelbild im Fenster. Schön, nicht? Meinst du nicht auch, dass es hier ziemlich kalt ist? Kalt? Geschwätz! Na schön, okay. Hier gibt es theoretisch einiges zu tun, aber ich weiß noch nicht, wie und wo was. Oh, das wollte ich gar nicht. Warte mal, gehen wir nochmal zurück. Ein Rauchdetektor. Es ist ein kleiner Käfig mit einem Vogel drin über einem kleinen Hebel. Na dann, jetzt gehen wir durch die Tür. Spaghetti. Manchmal esse ich sie roh. Habe ich früher auch manchmal gemacht. So einzelne Nudeln zum Knabbern. Das kann ich gar nicht so schlecht eigentlich. Salatöl. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Würde ich auch gar nicht mehr wollen. Salatöl brauchen wir schon mal für unseren Salatantrieb. Echt geil. Benutze Wasserpumpe mit. Weiß ich nicht. Dosen. Besser nicht. Na gut, okay. So, dann schauen wir mal hier durch die Tür. Leer. Bürste. Ich hoffe, das Ding wurde nicht in den Toiletten benutzt. Okay, wir haben einen Eimer, wir haben eine Bürste. Halt! So, jetzt Wasserpumpe benutzen mit Eimer. Na, Alte. Und jetzt, glaube ich, kombiniere ich die Bürste. Geht das überhaupt? Nicht wirklich, ne? Hier ist nichts zum Schrubben. Ah, so wird's gehen. Ich will nicht. Nichts zum Saubermachen da. Ich will nicht. Na, dann schauen wir uns nochmal woanders um. Aber Leute, für heute machen wir jetzt erstmal Schluss an der Stelle. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich find's wirklich lustig. Ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Das ist sehr cool. Bis morgen. Macht's gut. Ciao.